Der momentan beste Spieler auf dieser Welt wechselt offiziell zu Real Madrid. Also das ist eigentlich schon zu 100%. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Diese Mbappé-Karte wird uns die nächsten Jahre 100% sehr oft verfolgen. Und deswegen habe ich heute ein geisteskrankes 97 plus Mbappé SBB. Ihr seht bei mir den Mbappé Team of the Year und bei meinem Gast Fabio die Team of the Season Karte. Sehr, sehr nice. Fabio, was geht ab? Was geht, Freunde? Ich bin heute wieder mit dabei und ich bin gespannt auf das Duell heute. Mbappé Tots gegen Mbappé Toti. Sehr geil, Jungs. Lasst auch ein Abo da, Support. Ich schreibe irgendwas in die Kommentare und checkt auf jeden Fall auch die Folge bei Fabio ab. Ohne viel zu reden, wir gehen auch direkt rein. Das Team of the Season ist endlich hier und Lootbar hat den besten Service, was Coins kaufen angeht. 5 Millionen Coins kosten momentan 167 Euro plus noch ein extra 5% Rabatt. Vergiss nicht, den Code Einzahl anzuwenden, um nochmal 8% zu sparen und die Coins werden innerhalb von 24 Stunden so schnell wie möglich geliefert. Lootbar hat die besten, sichersten und billigsten Coins und noch mit dem Code Einzahl spart ihr 8%. Benutze den Code Einzahl, um 8% zu sparen und auch so ein Team zu haben. Alle Links in der Videobeschreibung. Ich halt direkt rein. Easy. Ich halt direkt rein. Zwei Namen habe ich aufgeschrieben. Vielleicht trifft man direkt jemanden. Ja, ich hoffe, du hast direkt ein bisschen Real Madrid aufgeschrieben. Ich gehe nämlich nicht mit Real Madrid. Ich spiele im linken Flügel den alten Mann Pires. Ja, Pires Icon. Und im rechten Flügel meine Hero wähle ich da direkt Julie. Ja, ich sag mal so. Ich habe einen Real Madrid-Spieler aufgeschrieben. Rodrigo und einen Paris-Spieler, den Dembélé. Das heißt, ja, du darfst leider beide behalten. Das ist sehr wichtig, Bro. Und interessante Tipps. Ich halte mal mein Board rein. Easy. Okay. Ich muss mal gucken, wenn ich hatte, weil bei mir kurzzeitig Gedächtnis kickt. Rechter Flügel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hat einfach jetzt einen Buzzcut. Und zwar Mohamed Salah. Er hat einfach diese wuschigen Haare nicht mehr. Er hat einfach einen Buzzcut. Salah aus. Ja. Und und linker Flügel. Nein, Spaß, Prank. nein. Er hat echt einen Buzzcut einfach jetzt. Und linker Flügel. Was denn jetzt? Hat er jetzt wirklich Basket oder nicht? Ja, aber natürlich, Digga. Wieso sollte ich lügen, Bro? Natürlich hat er Basket. Du hast mich auseinandergenommen. Er fragt viermal nach, ich mach viermal Spaß. Wieso soll ich lügen, Digga? Als ob es so, oha, Jungs, hat Millionen. Einfach hat ein Basket. Und linker Flügel, Bro, ich hab Ori, den 94er. Ah, passt. Ich habe dieselben Tipps wie du, deswegen habe ich mich schon gewundert. Rodrigo und Dembélé. Sehr gut, wichtig, Freunde. Wir gehen zur nächsten Position. Die nächsten drei Namen. So, es wird Zeit, 1-0 mal zu führen. Ja, so geht's nicht weiter, Jungs. 1-0, komm. Ich gehe direkt mit zwei Real Madrid-Spielern jetzt. Du könntest auf jeden Fall einen treffen. Oh, Digga, Eier aus Stahl. Ah, Mann. Valverde ist am Start. Ich glaube nicht, dass du ihn auch schreibst, um ehrlich zu sein. Rechts daneben spiele ich die du eben bei mir gespielt hast. Meiri. Und da rechts daneben dann eine etwas ältere Karte. Ich habe die ewig jetzt schon im Verein als Erstbesitzer. Und er könnte vielleicht am Samstag, je nachdem wann das Video kommt, den Pokal holen. Luka Modric, Road to the Final oder Road to the Knockout oder was auch immer. Ja, ich habe einen Real Madrid-Spiel aufgeschrieben. Und zwar Tchouaméni, Fekir. Guck mal, Handy fällt schon runter, weil so krass. Ich habe einfach Meli. Slavas, du. Ich habe Meli aufgeschrieben. Einfach, ich dachte, ich würde Tchouaméni treffen. Aber Meli, sehr gut. Das heißt, ich darf auch nur einen Real Madrid-Spieler aufschreiben, ne? Mal gucken, wo du den spielen willst. Sehr gut. Verrückt. Ja, gut, ich halte dann mal direkt rein. Und ich glaube, bei dir werde ich auch irgendwas Schönes treffen. Ich habe jetzt meinen zweiten Real Madrid-Spieler aufgeschrieben. Ah, okay, dann wirst du ihn auf jeden Fall treffen. Ich glaube, du kannst da nicht in allen. Junge, ich kann nicht reden, was ist das? Kamavinga. Rechter ZM ist eine Hero-Karte. Ich guck mal ein bisschen im Verein durch. Da sind auf jeden Fall viele Karten, die man spielen kann. Marquez und linker ZM, um ein bisschen auch Salah zu linken. Ich weiß nicht, ob du das vergessen hast. McAllister. Ah, passt. Das ist krass. Ich habe mein Real Madrid-Spiel, habe ich mich für Groß entschieden. Dann habe ich Pity und Declan Rice für den Salah. Sehr gut. Das heißt, war das dein erster Real Madrid-Spiel, den du aufgeschrieben hattest? Nee, der zweite. Ich hatte schon Rodrigo. Okay, das heißt, wir dürfen beide nur einen ausschreiben. Ich bin gespannt. Wir kommen zu den Außenverteidigern und ich habe hier mal wieder einen verrückten Tipp. Der ist mir in den Sinn gekommen, weil ich einen Linksverteidiger gesucht habe. Und ich glaube, der hat kaum Special Cuts dieses Jahr. Mal sehen, vielleicht spielst du ihn trotzdem. Ah, okay. Also hast du Real Madrid-Spiel aufgeschrieben? Ein, ja. Meinen letzten jetzt. Okay, ich spiele jetzt zwei Real Madrid-Spieler. Oha. Letztens, ja. Also einer wird spielen, einer wird nicht spielen, sage ich. Links Mondi, rechts Carvajal. Bing Bong, sehr schön. Captain Villa links, das war der, wo ich geredet habe. Oder schon wieder Carvajal, Mann. Ja, wieder Carvajal, Bro. Nochmal lasse ich mich hier nicht verarschen, Mann. Der kann wieder raus. Egal, ich kann auch mit dem ganzen Bronze-Team spielen, ich werde dich trotzdem auseinandernehmen. Enza, weißt du, was ich hier gerade in meiner Hand habe? Nee, ich will nichts wissen. Eine Flasche habe ich.
Weißt du, was da mit der passiert? Ja, setz dich mal drauf, dann sehen wir, was passiert. Ich halt rein! Ja, gut. Wen spielst du links? Olga. Ich spiele Pearl und Mandy. Digga, links. Du bist so ein Hund, Bro. So, und rechts Carvajal nicht, natürlich nicht, sondern Kenny Lala. Einfach Lala. Heißt er Kenny? Ich weiß es nicht. Ich spiele Cancelo rechts und links habe ich Olga Carbono aufgeschrieben. Das heißt, du hast auch deinen Real Madrid-Spiel jetzt voll, ne? Jo, ich bin auch durch. Ah, okay. Freunde, wir gehen auf jeden Fall ins Finale. Ihr seht die Teams bisher 1-1. Sag euch ehrlich, wird ein geiles Duell. Let's go. Finale, Freunde. Wir werden sehen, was geht. Ich habe kein gutes Gefühl, außer beim Torwart. Den wirst du haben. Okay. Hältst du rein? Soll ich reinhalten? Ich halte schon rein. Okay. Linker Innenverteidiger. Ich glaube nicht, dass du auf ihn kommen wirst. Ist eine Tots Moments Karte. Und zwar Todibo, weil ich kann mir vorstellen, du hast so Hernandez oder Kimpembe aufgeschrieben mit deinem Erbsengehirn. Erbsengehirn, oha. bisschen fronten muss, Bro. Team of the Season, recht Innenverteidiger, Premier League, Saliba. Und im Tor weiß ich, dass du jetzt Donnarumma aufgeschrieben hast. Aber ich spiele Alisson. Nein! Mann, ich habe sogar einen Premier League Keeper. Ich hatte aber Dudek, weil du eben über ihn geredet hast. Maguire und Van Dijk, leider wieder nichts getroffen. Wichtig. Okay, ich kann jetzt wirklich alles auseinandernehmen. Ich kann 3 Discards, 2 Snipes, irgendwie alles treffen. Ich halt rein. Oder du triffst gar nichts. Ich sage ehrlich, nur mein Torwart kannst du treffen. Obwohl, warte mal. Ich spiele. Nee, schwer triffst du den. Todibo in der linken Innenverteidigung. Ja, mach mir einfach nach, Bro. Dann rechte Innenverteidigung, Dante. Nein. Und im Tor Donnarumma. Ja, dann mach mal den Torwart raus. Ja, ich... Bro, so obvious, Bro. Oh mein Gott. Ach, oder? Einfach auseinandergenommen, Digga. Donnarumma, Kimpembe und Hernandez. Sehr gut, sehr gut. Fabian. Ich muss erstmal Fabian, ja, mach mich zum Hund. Nein, Fabian. Bro, siehst du die Flasche, die vor dir ist? Bitte setz dich mal drauf, schau, was passiert. Weil diese Flasche soll gleich in dir rein. Oh, ey Jungs, seht ihr die Ansagen? Mittlerweile, Jüngere haben keinen Respekt mehr vor Eltern. Deswegen lass 5000 Likes, dann spende ich das ganze Geld an Organisationen, wo, ja, scheiß drauf, Digga, wie gesagt, das Spiel drin. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in Teams. Suzuki. Enzo, siehst du im Hintergrund Alisha Lehmann? Ja. Alisha Lehmann in dir rein. Boah, ich hoffe. Nimm mich dankend an, Digga. Bruder, ich glaube, du hast auch falsch verstanden. Nein, ich habe alles gut richtig verstanden. Du hast falsch verstanden. So. Ja! Okay, Bruder, wie geht das denn rein? Au, mir easy, Ding. Easy game. Oder so ein Fallrückzieher machen. Wieso mache ich nie Fallrückzieher-Tore? Hier. Oh, Bruder. Bodenlos. Ach. Bodenlos. Geil. Einfach auf Ansage. Oh, Pires. Oh, schade. Stark. Jetzt ein super Sprint. Boah, ja, Bruder, ich hab's auseinander genommen. Wow. Ach, clean, Mann. Was ist denn geiler Ball. Oh mein Gott, falscher Hinweis. Das ist stark gemacht. Digga, das war so gut gemacht. Von mir gemacht. Komm, so, alles zurück. Offen unten auch. Alter. Salah! Komm hier dazwischen! Let's go! Ey, Jungs, meine Augen brennen gerade so krass, ich kann die für das Spiel gar nicht sehen. Ey! Luka Modric. Chili. Bro, bitte, ich mach Abseits, weil die laufen alle weg. Ich wusste, du bist ein... Weil werde... Bruder, bei mir ist jetzt auch Minecraft. Es leckt so krass. Bruder, rosa Time finde ich sogar. What the fuck? Es hat richtig bei mir geleckt. Bei mir ist oben rote Anzeige. Oh. Ich mach ihn einfach rein, Alter. Ja, genau, ja, so. Bruder, diese Scheiß-Ness, Mann. Alles geht rein. Einfach. Let's go! Bronzekeeper ist so schlimm. Bronzekeeper ist ja die Schlimmste. Einfach nur drauf schießen. Oh!
Ja, okay, Bruder. Fertig. 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 Hey, what the fuck, Bro? Mohamed Salah, Löwe, Löwe, bester Mann. Bruder, wirklich, das ist hart. Freunde, 7, ich muss sagen, 7 Discards, 5 Discards. Ja, Fabio kann umstellen, dann sehen wir uns direkt. Gut, Freunde, ich habe eigentlich soweit umgestellt. Ja, ich weiß nicht, was ich noch groß machen soll. Bruder, wenn du Mbappé, weil Werder wäre noch verkraft bei dessen Million, aber wenn du Mbappé triffst, ist es vorbei, Bro. Ja, wäre geil, wenn ich ihn treffe. Aber ich sag mal so, wir müssen gucken. Jungs, ihr kennt das ja ab und zu, sage ich ja, schreibt gerne in die Kommentare und ich werde euren Kommentar als Discard nehmen. Und diesmal nehme ich einen Twitch-Kommentar, der mir das geschrieben hat. Grüß dich genauso an Felix. Felix hat geschrieben, Bro, in deinem nächsten SBBs, nimm mal nur etwas über außen. Das heißt, weil wir jetzt 5 Discards haben, gehe ich auf deinen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, linken Flügel, rechten Flügel und habe ich noch eine Position, gehe ich entspannt auf dein Torwart. Oh, Bruder. Bruder. Als du gesagt hast, außen war vorbei mit mir. Ich weiß nicht, ob das zu außen zählt, aber Mbappé wäre im RZM gewesen. Das war für mich so außen. Oh nein, Digga. Ah, aber du hast trotzdem eine geile Karte getroffen. Ich werde mal kurz gucken, was der noch kostet, weil das ist echt eine Vereinslegende. Wir haben ihn in Rot gemacht. Und zwar Perland Mondi, diese Dynastiekarte. Oder oh, Centurion. Das war mal eine Mio wert. Ich weiß auch nicht, wie viel der ist. Ja, der ist 400k wert, aber halt in Rot. Das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Nehme ich mit. Du kannst aber entspannt alles diskarten. Musst du nicht alles bisschen. Ja, machen. Ansonsten hast du eigentlich echt nichts Krasses getroffen. Ja, es war Perland Mondi ist eher in Rot. Ja. Der Rest ist eigentlich verkraftbar. Also soll ich die so weghauen? Ja, kannst du auch so weghauen. Wirst eh nicht zurückholen. Alles entspannt. Freunde, 5 Discards haben nicht gereicht, um Mbappé zu treffen. Sag mal, ich hätte einzeln gewonnen, hätte ich vielleicht sogar Mbappé getroffen. Ist immer so. Wenn du viel Discards hast, triffst du selber nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Kommt gerne auf Twitch. Küsst eure Augen. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Haut Stream. Hä? Bei der nächsten Aufnahme checkt Fabio. Haut rein. Ciao.